Ladies and Gentlemen, welcome zum Mortal Probeturnier. Er ist. Oh, das Schild verloren. Er hat keine. Oh mein Gott, es wird knapp. Und Joghurt geht down. Und Joghurt geht down. Wir haben mit den Zuschauern zusammen die Regeln erstellt. Aber es gibt ein Problem, Inni. Man darf Waffen aus dem Game aufheben, weil das ist ja quasi mehr Punkte, als man benutzen kann. Das weiß ich, Inni. Müssen wir diskutieren. Ich hab was im Kopf. Müssen wir diskutieren. Und gemeinsam ein Probeturnier auf die Beine gestellt. Wie alle schreien, ich kann mich nicht konzentrieren. Mega nice. Mega nice. Alter, das ist echt eine ganz andere Situation hier, als normal zu spielen. Das ist echt strange. Das ist echt strange. Ich war positiv überrascht, wie reibungslos das Ganze abgelaufen ist. Zulu? Zulu Cracker, bitte melden Sie sich bei der Turnierleitung. Zulu Cracker, bitte. Bitte im Kampfring einfinden. Zulu Cracker, bitte. Und dass die Teilnehmer mit so großem Verständnis an diese Sache rangegangen sind. Mega nice. Dodi nur am Kopf schüttelt. Ich meine, es war unser erstes Turnier und die Leute sind mit unglaublichem Fokus an die Sache gegangen. Wir waren die ganze Zeit konzentriert und bei der Sache. Er da hinten erstmal am Essen machen. Er sucht sein Bratwürstchen da hinten. Obwohl immer nur zwei Teilnehmer gegeneinander antreten konnten, haben sich die anderen Teilnehmer in Geduld geübt. Will entsprechend nochmal Stamina sogar sparen. Da hinten stirbt jemand. Zuschauer verliert komplett die Nerven. Zuschauer hinten komplett die Nerven verloren, zusammengebrochen. Wir haben die ersten Verluste auf Zuschauerseite. Sich ordentlich benommen. Ey, Zuschauer eskalieren komplett. Hier, ja, auseinander. So. Und waren immer bei der Sache. Oh, Dave ist komplett am Durchdrehen da oben. Dave ist komplett lost hier oben. Guck erst mal. Guck mal, Dave, hallo. Komplett lost. Das sind die Emotionen. Am besten an der ganzen Sache fand ich, dass die Duellanten sich in Ehre in 1:1 Matches gegenübergestellt haben. Und er hat den Hammer verloren. Ehre geht raus, er lässt den Hammer wieder aufheben. Wurf geht raus, den Hammer, und er geht down. Warum? Und den Gegner bis zum Schluss respektiert haben. Lutz muss jetzt diesen Kampf gewinnen. Lutz muss ihn gewinnen, um eine weitere Chance zu haben. So, jetzt blockt er auch besser. Oh! Da ging ein Hammer-Hit raus. Ich weiß nicht, wie viel das war, aber das 75er-Hit. Oh, und schöner Hit von Lutz. Oder war das gar... Und Lutz macht die Runde, 1:1. Ein 1:1 Lutz versus Inni. Da holt er seine E-Gitarre raus. Den Link zu unserer Streampage mit den Mortau-Duellen, den Tipps und Tricks für Einstellungen und Tipps zum Kampf, zum Duellsystem, unsere beiden Duellserver 1 und 2, Verlinkung zum Twitch-Kanal, wenn ihr mal live dabei sein möchtet. Zigzag.de findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, let's go. Ich fasse mal kurz zusammen. Erstens, wir treffen uns auf Zickzack Duell Server 1. Passwort Set. Freigegeben wird ein Kampf durch den Schiedsrichter mit Schlag auf den Boden. Kämpfe erfolgen 1 vs. 1. Best of 3. Single Elimination. Gespielt wird auf FFA Camp. Danke, Dodi. Nur den Kontrahenten und dem Unparteiischen ist es erlaubt, den Kampfkreis zu betreten. Mögen die Sets mit euch sein. Nice. Ausrufezeichen geht raus. GG. Spiel. Jetzt kommt der Knaller. Das Spiel ist Mortar. Guck mal, kennt er gar nicht. Gibt's gar nicht. Wir eröffnen eine ganz neue Kategorie. Es ist ein besonderer Moment heute. Wir erinnern uns zurück an den 17.05.2019 um 18:11 Uhr. E-Sport geht Close Combat. Registrierung. Stellenliste von Teilnehmerverfügung. Nein. Registrierungskosten. Nein. Teilnehmer. Nein. Startzeit. Nein. Tipps. Nein. Fortschritt. Nein. Speichern und fortsetzen. Let's go. Der Dave macht immer so krasse Sachen. Guck es mal an. Nein. Also war ich ja gerade nicht drauf. ZED. Wir treffen uns im Kreis. Warte, ich gehe noch schnell in den Kreis aus hier. Wir treffen uns im Kreis. Wo ist der Kreis? Verdammt, ich laufe die falsche Richtung. Wir treffen uns im Kreis. Dave macht noch mit. Nice, Dave. Ich mach gleich den Baum. Da ist er! Guck dir das mal an. Da kommen sie schon, unsere Krieger. Unser Ritter des Glücks hier. Nice, Mann.
So, das ist die Queue. Ihr könnt euch das gerne selber aufrufen, damit ihr immer wisst, wann ihr dran seid unter Ausrufezeichen Turnier. Spiel Nummer 1 sind Gerunda gegen Joghurt. Joghurt und Gerunda, wo seid's? Joghurt ist da oben. Joghurt, einmal hier runterkommen bitte. Und Gerunda ist da. Joghurt, komm hier runter. Joghurt, es geht los. Das ist der erste Kampf. Der erste Kampf. Nice. Nice, es geht los. Okay. Let's go, Kampf. Schön. Oh, Lutz, schwere Treffer hier. Oh, aber beide sind sehr ausgeglichen. Beide sind sehr ausgeglichen. Lutz mit dem Mordhackgriff. Erster Kampf in der Geschichte bei uns hier. Oh, das Schild verloren. Er hat keine. Oh mein Gott, es wird knapp. Und Joghurt geht down. Und Joghurt geht down. Joghurt geht down. 1-0, 1-0 für Lutz. Wer rumschreit? Okay, zweites Match. Zweites Match. 1-0 für, 1-0 für Lutz. Let's go. Warte, ich muss öffnen. Bereit? 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 Alles klar, let's go. Go. Haut sie weg. Haut sie weg. What? Lutz mit dem 2-0. Das war's. Lutz mit dem 2-0. Lutz 2, Joghurt, leider mit einer 0. Ein sehr, sehr starker Krieger. Hatte diesmal nicht so gut geklappt, leider. Atmosphäre des Todes, Gerunda. Auf einen Ehrenamtler. GG. Ich freestyle. Alles klar. Dann machen wir Spiel Nummer 3 zuerst. Spiel Nummer 3. Spiel Nummer 3 wird vorgezogen. Ist Zulu da? Ist Zulu da? Zulu. Zulu. Zulu Cracker gegen Dabra. Also, Dabra ist am Start. Dabra ist am Start. Wo ist Zulu? Ist Zulu auf dem Server? Zulu ist nicht am Server. Tröte geht raus. Wir holen Zulu. Zulu. Zulu Cracker. Zulu Cracker, bitte melden Sie sich bei der Turnierleitung. Zulu Cracker, bitte. Bitte im Kampfring einfinden. Zulu Cracker, bitte. Das ist schon geil, wie sich alle stehen. Mega nice. Dodi nur am Kopf schütteln. Eni. Eni. Er da hinten erstmal am Essen machen. Er sucht sein Bratwürstchen da hinten. Würden dann folgendes machen. Alexa Timer 60 Sekunden. Eine Minute, ab jetzt. Genau. Und wenn der Kontrahent nicht am Start ist, dann läuft der Timer. Und noch nach 60 Sekunden ist derjenige, der angetreten ist, dann entsprechend eine Runde weiter. Alexa, stopp. Alles klar. So, damit kriegt Zulu leider die 0. Leider die 0. Und Dabra die 1. Ist damit eine Runde weiter. GG. GG. Und wir machen Spiel Nummer 4. Dodi. Oh, das bin ich. Fuck, ich bin schon dran. Holy shit. Dodi gegen mich. Dodi gegen mich. Alles klar, Dodi. Dodi Bogi. Ich gehe kurz raus. Dodi gegen mich. Let's go. Let's go. Nice. Dave übernimmt den Shiri. Gehen die Ego. Ah, hier, völlig Verbeugung. Alles klar, wir werden soweit. Und es geht los. Dodi, good luck. Fuck it. Hab ich die ganze Zeit nicht mit Schild gespielt. Muss ich einfach dran gewöhnen. Wie alle schreien. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mega nice. Mega nice. Alter, lenkt das ab. Das ist krass. Ah, Idiot, ey. Ich hätte vorher mal mit Schild spielen sollen. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt. GG. GG, Dodi. Warte mal, machen wir nochmal, was wir gerade die ganze Zeit gespielt haben. Ist jetzt leichter für mich. Okay. S-Talk nochmal. Also 1-0 für Dodi. 1-0 für Dodi. Ich komme. Glory. Das ist so geil, das ist so eine Ablenkung, Fabi. Das ist der Hammer. Alles klar. Alles klar. Alles klar, los geht's. Dodi, zweite Runde. Let's go.
Oh, fuck. Oh, das ist fies, das ist fies. Stamina-Win. Stamina-Win. Du, die hast so viel Stamina verloren. 1-1. 1-1. Holy shit, man. GG. GG. 1-1. Willst du mal spannen? Da ist er wieder. Final Round. Entscheidung. Gegen Dodi. Let's go. Good luck. Nein, verbeugt euch noch. So, mein Fehler. Sehr gut. Pass. Meine Schuld. Kampf war schon freigegeben. Ist alles gut. Das ist das Schöne. Wenn der Stab auf dem Boden landet, dann kann keiner sagen, oh, ich war nicht bereit oder sowas. Ne? Wenn der Kampf freigegeben ist, ist er freigegeben. Das ist auch ganz wichtig. Jetzt macht er mich fertig. Okay. Ah. Dodi, GG. Gut gespielt, Dodi. Da schießt er mich noch ab. Dodi, eine Runde weiter, GG. Dodi mit der 2. Siegzeug leider mit der 1, GG. Damit wären im Halbfinale Dabra gegen Dodi, Brave Dave gegen Gerunda. Ah, sind schon beide da. Nice. Okay, sind bereit. Let's go. Fight! Brave Death ging runter. Good luck. Hit. Tritt! Wow! Ganz close getroffen, der Tritt. Aber nicht vom Stich gefolgt, aber Stich nachversetzt am Ende getroffen. Und er holt den Kill. Geh runter mit dem 1-0. Krasser Tritt von ihm. Wieso gewinnt er schon das Match? Scheiße. Wieso ist die Runde abgebrochen? War das die Zeit? Die Zeit ist abgelaufen. Nein. So, lol. Siehst du, das sind die Pitfalls. Deswegen machen wir das hier. Also, Zeit. Alles klar, kein Problem, ist ja Kleinigkeit. Zeit abgelaufen. Livestream-Fails, ja. Mega geil. Aber lieber jetzt als dann anders, weißt du? Die Runden gehen immer nach Timer, jo. Der Probeturnier. Ganz ehrlich, die schreien, lächeln ich mega ab. Dave, mich auch, Dave. Ich stand da in der Mitte, ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich musste so lachen zwischendurch. Okay, let's go. Brave Dave ist am Start. Die Runde ist am Start. Nice, die Kontrahenten. Zweite Runde, let's go. Es steht 1-0 für Gerunda. Sie tanzen wie die Kriegsengel. Hit gegen Dave. Hit für Dave. Gegen Gerunda. Beide machen richtig weite Schläge. Wenig Blocks gerade. Jetzt in den Fall und in den Rücken geschlagen. Linke Seite, linker Schlag. Von Lutz in den Rücken, hinten rein. GG, schön gespielt ihr beiden. Beide schön gespielt. Gerunda hier mit der 2. Dave leider mit der 0. Alter, das ist echt eine ganz andere Situation hier, als normal zu spielen. Das ist echt strange. So, und jetzt müssen wir dieses Spiel nachholen. Hier, Powerseife gegen Innie Michael. Wir müssen leider den Countdown machen. Jetzt gucken wir mal, ist Powerseife noch da? Was schreibt Powerseife? Powerseife ist da. Nice, hat's geschafft. GG. Powerseife ist da. Powerseife zu unserer Linken. Und Innie Michael unserer Rechten. Nice, wir können das Spiel nachholen, ich freue mich. Sehr, sehr geil. Leute, wir öffnen das Spiel. Innie Michael, das letzte Viertelfinalspiel. Let's go. Geil, cool, das ist noch geklappt, Powerseife. Jetzt Konzentration, lass dich nicht ablenken. Let's go. Und er spielt mit dem Hammer. Innie Michael mit dem Hammer.
Hit. Ini Michael macht es echt mit dem Hammer. Guck es mal. Wie er ihn zurückdrängt mit diesem Hammer. Aber verliert viel Stamina dadurch. Darf man nicht vergessen. Das kostet viel Stamina. Mordhaugriff jetzt bei Ini Michael. Bei Power Seife. Power Seife mit Mordhaugriff. Will entsprechend nochmal Stamina sogar sparen. Da hinten stirbt jemand. Zuschauer verliert komplett die Nerven. Zuschauer hinten komplett die Nerven verloren. Zusammengebrochen. Wir haben die ersten Verluste auf Zuschauerseite. Und er hat den Hammer verloren. Ehre geht raus. Er lässt den Hammer wieder aufheben. Wurf geht raus. Den Hammer. Und er geht down. Warum? Warum geht er denn da down? Warum geht er down? Was passiert? Leute, was passiert? Er ist zurückgetaumelt. Habt ihr das gesehen? Und ist dann gestorben. Er ist zurückgetaumelt und dann gestorben. WTF, was war das denn? Blutung? Blutung. Holy shit, sah das übel aus. So, und dann ist er hinten runtergefallen. Krass. 1-0 für Ini Michael. 1-0. Was ist mit dir? Zuschauer sind down. Zuschauer down. Zuschauer down, was ist da los? Hatte 0 HP und konnte weiterfighten. Krass, Bauerseife. Ja, alles chaotisch hier gerade. GG. So, hier antreten, Leute. Hier antreten. 1-0 für Ini Michael. 1-0 für Ini Michael. Deine Zeit ist abgelaufen. Let's go. Ini Michael am Start. Bauerseife am Start. Runde Nummer 2. Let's go. Let's go. Machen wir nochmal, das ist auch beide checken. Let's go! Ini Michael mit dem Hammer nach wie vor. Und Power Seife jetzt mit dem Mordhaugriff. Wechselt den Griff, strategische Überlegung hier. Und der Block geht nicht durch. Erster Hammer, das wird. Oh, zwei jetzt mit dem Hammer. Oh, wow. Nein, und der blutet schon wieder aus. Ja klar, zwei Hammer, das sind zwei 75er Hits. 150 Damage, 100 Leben hast du nur. Holy shit. Ini Michael. Alter Schwede. Schön gekämpft, ihr beiden. Es war echt schön, mit anzusehen. Ini Michael hier mit der 2. Ich muss so lachen. Die Situation ist komplett weird. So ein Turnier zu machen, ist echt weird. Das ist immer was ganz anderes, aber es ist geil irgendwie. Ini Michael mit der 2, Pause auf mit der 0. GG. So, damit haben wir unsere Halbfinalisten. GG. Fehlen nur noch Pfeifen. Gladiator-Feeling, so muss das sein. Das ist echt so komisch, ne? Vor allem, weil die so drumherum stehen, alle rumschreien. Dabra gegen Dodi. Wir schalten euch live. Dabra gegen Dodi. Mega lustig. Feier das gerade total. Dabra gegen Dodi, Leute. Dabra gegen Dodi. Dritte geht raus. Dabra gegen Dodi. Bei mir ist auch alles gut. Ich habe gerade super viel gegessen, Murat. Super dickes Grillbuffet gehabt. Dodi ist am Start. Dabra ist am Start. So, Ladies and Gentlemen. First Half Final. Let's go. Kampf ist freigegeben. Hit von Blade. Dodi, Blade. Ah, ihr macht das schon. Oh, nur kurzer Kampf. Was ist denn da passiert? Blade hat mit Stichen, glaube ich, ist mit seinem Stich gekommen. Ein Kill für Blade, 1-0. GG, erst Halbfinalspiel, Blade 1-0. Wir warten auf Dabra für die zweite Runde. Oh, das ging schnell durch gerade. Was ist da passiert? Konnte er die Stiche nicht parieren wahrscheinlich. Holy moly. Dave ist komplett am Durchdrehen da oben. Dave ist komplett lost hier oben. Guck es mal. Guck mal, Dave da oben. Komplett lost. Das sind die Emotionen. So, Blade ist am Start. Dodi ist am Start. Wir geben Runde 2 frei. Runde 2. Let's go. Dodi im Angriff. Blade hit. Dodi fährt ab. Zweiter Hit in den Kopf. Das war ein schwerer Treffer. Gegenhit von Dodi. Und der dritte Hit von Blade. Und es könnte ein Headshot gewesen sein. Und deswegen der Kill. Blade aka Dabra mit dem 2-0. Darum springt er los. Blade mit dem 2-0. Dodi, schade. Gut gekämpft. Hast du die Stiche irgendwie nicht geblockt? Dabra mit der 2, Dodi mit der 0, GG. Damit ist Dabra im Finale. Wir haben unseren ersten Finalisten. Wir haben unseren ersten Mortor-Finalisten. LOL. Mega nice. Geh runter gegen Ini. Zweites Halbfinale. Geh runter gegen Ini, bitte. Achtung. Geh runter, bitte. Ini, bitte in der Kampfarena einfinden. Geh runter und Ini, Michael, bitte in der Kampfarena einfinden. So, Ini, Michael ist am Start. Ini, Michael.
Gerunda ist am Start. Gerunda ist am Start. Alles klar. Los geht's. Zweites Halbfinale. Zweites Halbfinale. Go! Go! Go. Wieder Hammer. Hammer vs. Hammer. Und der Hammer in den Rücken trifft den Hammer. Oh mein Gott. Zwei Hammertreffer. Zwei Hammertreffer. Oh mein Gott. Der erste war richtig böse in den Rücken. Aber der ist der zweite auch. Und wer läuft denn hier nackt rum? Lol. Ey, Zuschauer, erst gehen komplett. Ja, auseinander, 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 auseinander. So. So, jetzt konzentrieren. Leute. Einfinden, ganz ruhig. Leute, wir müssen uns konzentrieren. Lutz. Inni, alles klar. Kampf wird freigegeben. Runde Nummer 2. Let's go, Runde Nummer 2. Good luck euch beiden. Good luck. Lutz muss jetzt diesen Kampf gewinnen. Lutz muss ihn gewinnen, um eine weitere Chance zu haben. So, jetzt blockt er auch besser. Oh! Da ging ein Hammer-Hit raus. Ich weiß nicht, wie viel das war, aber das 75er-Hit. Und schöner Hit von Lutz. Oder war das geil? Und Lutz macht die Runde. 1:1. Lutz macht die Runde. Ein 1:1. Lutz versus Inni. Da holt er seine E-Gitarre raus. GG, Lutz. Runde Nummer 3. Let's go. Freigabe. Und der Hammerwurf geht raus. Der Hammerwurf. Interessante Taktik. Oh! Headshot mit dem Hammer. Inni Michael macht den Headshot mit dem Hammer. Holy Macaroni. Inni Michael mit dem Hammerwurf. Inni Michael mit der 2. Gerunda mit der 1. Close-Kampf zwischen den beiden. Im Finale. Dabra, a.k.a. Blade. Inni Michael, a.k.a. Inni Michael. Ladies and Gentlemen, das Finale. Let's go. Freigabe. Let's go, Bastards, Schreiter. Schwere Stiche. Er kann die Stiche gerade nicht blocken. Inni Michael kann die Stiche gerade nicht blocken. Jetzt konnte er die Stiche. Gegenhit. Viele Stiche. Gute Taktik gegen den langsamen Hammer. Gute Taktik. Inni Michael leidet gerade, ist gut am Blut. Aber wenn er einen guten Treffer landet, dann kann er es doch reißen. Er reißt es nicht ganz. GG an Blade, a.k.a. Dabra. Schöne Strategie hier. Hat den Hammer natürlich mit dem Rapier gekontert. So, jetzt ist die Frage, was macht Inni Michael? Wird er jetzt auf die Rapier-Klasse eingehen? Oder wird er nochmal mit dem Hammer kommen? In dem Wissen, dass sein Gegner einen Rapier hat. Das ist jetzt die große Frage. Er kann machen, was er will. Oh, er kommt nochmal mit dem Hammer. Für die zweite Runde. Also 1 für Blade, 0 für Inni Michael. Zweite Runde. Blade muss die Runde machen, um eine weitere Chance zu haben. Freigabe für den Kampf. Jetzt, let's go. Finalkampf. Let's go. Also Inni braucht die Runde. Und er schlägt jetzt erst zu auf das Schild. Und macht einen Hitstich. Und einen zweiten Hitstich. Also einen Hitstich-Hit. Oh, das wäre fast ein Rückentreffer gewesen. Schöner Versuch. Er hat es nicht geschafft. Es hat nicht ganz gereicht. Wir haben das Blade. Blade hat gewonnen. Leute, Blade, wir haben unseren Finalisten. Wir haben unseren Sieger. GG. GG, Blade. GG. Schmeißt das Schild weg. Nice. Glückwunsch, Blade. Damit kriegt Blade, a.k.a. Dabra, die 2. Inni Michael leider mit der 0. Inni Michael weit gekommen, aber hat nicht gereicht. Das war schwierig gegen das Rapier. Hab mich echt gewundert, dass du nochmal mit dem Hammer rausgehst. Dadurch, dass wir alles offen lassen, hättest du jetzt auch wechseln können zum Schluss. Aber du warst auch kurz davor, ihn zu schlagen in der zweiten Runde, muss man auch dazu sagen. Es waren schöne Rückentreffer dabei und alles. Aber es hat ja nicht ganz gereicht. Das Rapier war doch ein Hauch zu schnell für dich. GG, schöne Runden. Das war klasse. Damit haben wir Dabra. Leute, wir haben noch das Spiel um Platz 3. Wir hätten erst das Spiel um Platz 3 machen müssen. GG, holen wir noch nach. Gerunda gegen Dodi, holen wir noch nach. Wir holen es noch nach. Sind die ehrenhaften Herren noch anwesend? Gerunda und Dodi, bitte. Gerunda und Dodi, bitte auf in der Kampfarena eintreffen. Spiel um Platz 3, bitte. Gerunda und Dodi, bitte. Gerunda und Dodi.
Wir haben ja Grunda und Dodi noch hier. Dodi ist da. Ist Grunda noch da? Grunda ist da. Alle beide sind da. Halt euch und dann legen wir los. Spiel unter 3 machen wir noch. GG. Wenn man seine Waffe wirft, hat man in den meisten Fällen schon verloren. Das heißt, man hat 2. Ja, klar. Er hat ja eine aufgehoben, weil er die Runde gewonnen hatte, weißt du? Alter Schwede, ich blute ganz schön. Was habt ihr denn mit mir gemacht? GG. 21 Murmeln, Fabi. Lollymetner, moin Lollymetner, Grüße. Aber es gibt ein Problem, Inni. Man darf Waffen aus dem Game aufheben, weil das ist ja quasi mehr Punkte, als man benutzen kann. Das weiß ich, Inni. Müssen wir diskutieren. Ich hab was im Kopf. Müssen wir diskutieren. Ja, wie Dave sagt, es war Quick and Dirty. Wir beenden das Turnier jetzt. Und damit haben wir das erste Turnier auf die Beine gestellt. 3. Platz für Dodi-Seal. GG. 2. Platz in diesem Probeturnier für Inni Michael. GG. Und Sieger des ersten Turniers überhaupt. Bei uns mit Mortau, Dabra 85, aka Blade. GG. Gut gespielt. Well played.